Hier liegen die Felsen rum, mit denen die Trolle spielen. So, Change of Plans. Ich fahre jetzt erstmal los. Oh, dann schauen wir mal.
die Fähre ist da. Tirili, Tirila. So, jetzt gucke ich erstmal, ob alles stimmt. Ja, heller ist gut. So, Fähre wäre geschafft. Jetzt fahren wir ein Stück weiter. Leider. Scheint irgendwie alles gut zu sein.
es geht weiter. So, Wasserfall geguckt. Tunnel. Mal wieder. Und der ist 2 Kilometer lang. Naja. Machen wir die Kamera. Wieder aus. Ja, das dürfte das Ende vom Sonjefjord sein. Oder? Nein, natürlich noch nicht. Aber von diesem Arm, sagen wir mal. Vom Sonjefjord. So. Benzin, da gucken wir lieber nicht hin, obwohl das ein super Angebot ist hier. 2,67. Ich habe 2,69 oder sowas gehabt. Ne? Eine schöne Brücke. Ach, fahren wir nicht drüber, sondern wir fahren Richtung Lohm. Links ab. Sonjefjell, jawohl, jetzt fahren wir über das Sonjefjell gleich. Ja. Das gibt ja nochmal tolle Aufnahmen und ich hoffe, dass die Kameras so lange mitmachen. Tunnel, das ist ja übersichtlich. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie man eine Tunnellänge auf einen Meter genau misst. Mit der Fähre. Ah ja. Ja, das ist ja sehr nett hier, das Örtchen. Solvorn. Aber ein Irrtum hat mich hierher geführt. Na, ein Irrtum eigentlich nicht. Also stand ja dran, dass man nach Urnis mit der Fähre fahren kann. Das wäre natürlich ein schönes Ziel. Aber nicht, wenn man in die andere Richtung will. Oh, das reimt sich sogar. Zurück auf den Sonjefjord, oder? Ist er das nicht mehr? Weiß ich nicht.
läuft schon. Mhm. Rauschenden Flüsse. So, Kamera ausschalten. Ups. Ich sehe hier vorne einen Riesenwasserfall. Wittgenstein, na, das hört sich ja sehr vertraut an. Oha, ja. Ich spüre es am Druck auf den Ohren. Eben waren wir auf Meereshöhe, zum Beispiel auf 100 Meter, und es geht steil weiter. Solange da keiner entgegenkommt, ist das alles in Ordnung. Das tust du wohl auch nicht. Wenn da allerdings einer entgegenkommt, könnte das eng werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wohnen die Geister und die Trolle. Und 1000 Meter hoch. Tja, da unten komme ich her.
bei 17.400 auf dem Sonjefjell. Tja, dicke Schneewände hier rechts. Und jetzt sind es angenehme 9 Grad. 1272. Hier liegen die Felsen rum, mit denen die Trolle spielen.